Grüß euch, ich bin Elias Cavagna. Und ich bin der Nico Glanschnick. Und wir besuchen mal die dritte Klasse der LFS Stiegerhof. In der dritten Klasse haben wir eine abschließende schriftliche Arbeit über von Windwurf zum klimafitten Wald geschrieben. Ja, wir befinden uns mitten im Klimawandel, der sich die letzten 20 Jahre eben noch Käfer, Windwurf und Schneebruch gezeigt hat. Und eben auch vorletztes Jahr da bei uns auf der Stuhl. Und wir wollen euch jetzt einfach zeigen, was wir uns so gedacht haben. Finden wir uns dann da auf der betroffenen Fläche. Sie ist circa, alles zusammen sind circa 1,3 Hektar. Wie man da unten schon sieht, war mal da früher ein reiner Fichtenbestand, was da aber normalerweise absolut nicht hergehört. Von Natur aus war da ein reiner Laubwald, weil wir eben auf einer Seehöhe von 600 Meter sind und eben in den südlichen Rondalpen sind. Da sieht man schon, was die Natur zeigt, eben Ahorn, Eiche und Nuss. Und das wollen wir wieder herum nämlich auch haben. Und dazu haben wir uns eine Aufforstungstabelle erstellt mit verschiedenen Baumarten, aber auch Lärche und Tanne, weil die klimafit sind. Wir haben uns für die Truppaufforstung entschieden. Wir setzen mal 9 bis 16 Bäume in einen Trupp und der Truppabstand ist 13 bis 15 Meter, je nach Baumart. Wie wir da jetzt einmal so schon symbolisch einen Trupp hergestellt von einer Baumart. Im Trupp sind die Bäume eher enger zusammen und dafür ist aber von dem Trupp zum nächsten Trupp 13 bis 15 Meter. Und das Geniale dabei ist, ich muss weniger aufforsten und bin auch viel schneller beim Freischneiden. Weil ich schneide den Trupp frei, dann gehe ich weiter zum nächsten Trupp. Das dazwischen interessiert mich alles nicht und dann schneide ich den Trupp frei. Das Problem bei dieser Aufforstungsmethode ist, dass wir keine Vornutzung haben. Wir haben dazwischen zwar genug Platz, wo wir normalerweise Fichte aufforsten könnten. Das machen wir aber nicht, weil wir noch ein erstes Problem haben mit dem Freischneiden. Und wir wollen einfach der Natur auch eine Möglichkeit geben. Und in den Zwischenräumen sollen sich die Laubhölzer Natur verjüngen. Und wir wollen der Biodiversität da eine Chance geben. Ich hoffe, wir haben euch zu dem Thema einen Einblick geben können. Pfiat euch. Ich hoffe, wir sehen uns am Stiegerhof. Pfiat euch.